Moin und willkommen zurück hier bei Cliff Empire. Und wir müssen drei Gefilde drei Getreidefelder bauen. Wie geil. Das ist ja geil. Gleich die zweite Folge und schon so ein Mist raushauen. Ja, naja, es wird auch in Zukunft passieren. Wie schön. Gefilde-Treider. Na, darauf muss man erstmal kommen. Ja, aber soll's. Okay, bauen wir mal ein Getreidefeld. Ich bin gerade überlegen, warte mal, das kostet ein bisschen viel. Ich baue mal erstmal ein normales Feld. Ja, ja, diagonal muss ich nicht unbedingt drei Stück bei mir. Das ist ein bisschen viel, oder? Warte mal, eins. Drei Stück? Ist das... Hä? Ich habe ja das Tutorial schon gespielt und mir ist irgendwie gar nicht mehr bewusst, dass das drei... Large construction completed. Hä? Ach! Okay, ein... Ja, hier. Drei von den kleinen sozusagen. Genau. Ah, so ist das. Da hätte ich das Ding ja eigentlich ein bisschen mittiger bauen können, aber ist ganz ehrlich, nö, ist egal. Lassen wir das so. Eine Rohstoffmine. Genau. Die brauchen wir natürlich auch. Warte, warte, warte. Wo ist die? Die ist... Die Uranmine noch nicht. Hier ist die Rohstoffmine, genau. Ich baue die... Ich weiß gar nicht, wo baue ich denn die hin? Bleib ich? Ich bleib hier oben. Ja. Large construction completed. Sehr gut. Jetzt fördern wir hier die Rohstoffe. Man sieht's. Auch erweiterbar. Wie auch fast alle anderen Gebäude. Genau. Ja, und hier unten sieht man schön, wie viele Leute sich niederlassen wollen. Gerne hier auf diesem Plateau auf der Erde. Warte mal, wie viele sind drin? 15 von 18. Und wenn hier ein Ausrufezeichen dahinter steht, heißt das, dass wir nicht genug Wohnraum haben für alle. Hätten wir auch theoretisch jetzt, wenn denn die 15 dazugezählt werden sollten, zu diesen hier, zu den 15, hätten wir 30, also zu wenig Wohnraum. Ja, aber anscheinend wird das, warte mal, 15, genau, wir haben 15 Leute unten und haben 18 Wohnmöglichkeiten. Okay, Arbeitsplätze haben wir 27, also mehr als genug momentan noch. Bürger ansiedeln. Ah, alles klar. Gut, also wenn ich jetzt hier dafür sorgen möchte, dass hier mehr Leute von der Raumstation runterkommen, aufs Plateau brauche ich natürlich noch mehr Wohnraum. Warte mal, ich kann natürlich auch den Wohnraum hier unten irgendwo hin tackern. Das ist, glaube ich... Warte mal, ich nehme mal so einen großen Wohnkomplex hier. Warte mal, wie machen wir hier rum? Drehen wir den am besten? Ich weiß... Ich mach dann mal so. Ja. Ich bleib mal auf der 6er Geschwindigkeit. Ist natürlich... Also solange wir nach dem Tutorial gehen, dürfte uns ja... Warte mal, ich überlege gerade, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt... Wenn ich das Ding jetzt erweitern würde wollen. Den hier zum Beispiel. Nee, geht gar nicht. Ah, den habe ich ja schon ausgebaut. Genau, stimmt. Zwecks der Rohstoffe. Wir haben ja nur begrenzte Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier 70 mal... Warte mal, was ist was? 70 mal Wasser, also Überschuss sozusagen. Maximale Warenmenge in diesem Gebäude und 70... Warte mal. Ich glaube, 50 mal kann gelagert werden und wenn es jetzt hier 20 drüber ist, ist das überlagert oder wie ist das gemeint? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Wohnkomplexe. Da wohnen schon 22 Leute. Jetzt kommen nochmal 15 danach. Dazu. 33 haben wir, genau. Von 52. So, holen wir uns mal die Belohnung ab. Sehr gut. Bau einen. Noch mehr? Naja, du hast doch noch Platz. Hier müsste jetzt eigentlich alles voll sein, theoretisch. Nö, 15 von 18. Okay, da möchte jetzt nicht so wirklich jemand wohnen. Also schon, aber. Nicht bevorzugt. Schöne Musik. Ja, ich baue mal noch nicht aus. Wie gesagt, ich würde gerne. Ich würde gerne. Hier ist zum Beispiel die Möglichkeit, das ein bisschen schöner zu gestalten. Sieht man auch an der Ästhetik dann. Also hier an dem Pluswert.
Hier können wir Strom erzeugen mit dem Ding. Ist natürlich vorteilhaft. Brauchen wir nicht so viele Atomkraftwerke, wollte ich gerade sagen. Ja, die auch irgendwann vielleicht. Aber generell Kraftwerke für Stromerzeugung brauchen wir vielleicht nicht ganz so viele, wie wir dann sonst bräuchten, wenn wir eben so nicht ausbauen würden. Ich baue ja noch nicht aus, aber ich würde es gerne in Zukunft. Hier wird der Wohnraum stark dazu gerechnet, dann, wenn wir hier das Ding nehmen, kostet auch am meisten. Aber ich würde gerne das hier nehmen. Oder das sieht am geilsten aus, so von der Optik her. Ja, Kompromiss. Ist immer ein Kompromiss. Warte mal, ich gehe mal kurz in die Einzahlgeschwindigkeit. Einen Stadtplatz wollen wir bauen. Oder sollen wir bauen? Ja, jetzt ist die Frage, wohin mit dem Ding? Wohin? Ich könnte ihn... Ja, hier so ans Wasser, oder? Ich glaube, das ist nicht mal so schlecht. Warte mal. Stadtplatz. Stadtplatz. Ich kann... Ja, hier, Zufriedenheit wahrscheinlich, oder? Ist das... Nee, das ist alles andere, aber... Ah, hier. Stadtplatz. So, wie rum? Keine Ahnung. Ich kann leider jetzt momentan nicht weiter ranzoomen, weil ich die Drehung hier auf der Blaupause habe. Achso, wir können ja im Nachhinein noch drehen. Das kann ich ja immer noch machen. Genau. Wir bauen erstmal. So. Large construction completed. Ja, sehr geil. Mit diesen Anzeigen hier, sehr cool. Sieht schon sehr nett aus. Baue ein Wartungszentrum. Ja, ist auch wichtig, ist auch wichtig. Ich glaube sogar, man kann... Warte mal, stopp. Ich glaube, man kann sogar ein unterirdisches, beziehungsweise ein Unterwasser-Wartungsgebäude bauen. Allerdings wird mich das sehr viel kosten, vermutlich. Warte, hier ist die Wartung. Hängender Raketenwerfer. Hä? Was? Nee, will ich nicht. Ach, den kann ich wahrscheinlich gar nicht bauen, weil ich die Option abgewählt habe, dass ich hier auch angegriffen werden kann. Ich glaube. Warte mal. Wartungszentrum. Schwimmendes Wartungszentrum. Jetzt ist die Frage, was kostet denn? 15 mal Eisen, 2 Batterien und 2 Motoren. Motoren? Haben wir überhaupt kostet genauso viel. Naja, fast. Kostet aber 700. Nee, ich baue mal ein normales. Ich bin mal etwas sparsamer. Das Wartungszentrum werde ich mal direkt hier, zack, an die Lagerfläche basteln. Also zentral, möglichst zentral. Medium construction completed. Sehr gut. So. Objective completed. Baue eine 3D-Druckfabrik. Ja, ist klar. Schön, schön. Ja, Industrie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Industrie... Also Industrie generell hier oben auf dem oberen Plateau basteln soll. Oder ich könnte natürlich eine 3D-Druckfabrik... Die könnte ich auch hier unten neben das Feld bauen. Mach ich einfach mal. Mach ich einfach mal. Ich kann ja neu bauen, wenn ich will. Also, ja, genau. So, 3D-Druckfabrik, wo ist die? Die ist... Ah, ist sie. Warte mal. Ich setze sie daneben. So. Ja, was ein bisschen schade ist, habe ich auch im selbst gespielten Tutorial festgestellt, dass der Tag-Nacht-Zyklus hier sehr kurz ist. Also wenn man in der Einzelgeschwindigkeit spielt, geht's einigermaßen, aber trotzdem. Das würden wir dann speziell feststellen, wenn wir handeln können später. Und da ist die Zeit dann doch sehr begrenzt. Im Moment ein bisschen schwer zu erklären, aber ich werde es dann tun, wenn wir handeln dürfen und können. Genau. So, drucke Motoren. Das muss ich hier unten machen. Dafür brauche ich Eisen. Warte mal, wie war das? Druckt der schon irgendwas? Nö, kann ja gar nicht sein, oder? Ich muss... Ah ja, genau. Kann ich... Wie hoch? Achso, zwei nur. Genau, genau. Ich kann nur auf zwei Motoren gleichzeitig gehen. Ich könnte priorisieren. Wird nichts... Also es bringt nicht viel, weil nachts... Wie war das nochmal? Die 3D-Druckfabrik ist nachts etwas langsamer. Am werkeln, oder? Kann das sein? Das heißt das doch hier, oder? Ja, genau. Arbeitet mit nur 15% Effizienz bei Nacht. Okay.
Warte mal, uns fehlt's hier an Eisen. Okay. Passiert hier irgendwas? Warte mal, ich geh mal kurz auf die schnelle Geschwindigkeit. Da wird... Ah, jetzt, oder? Ja, genau. Alles klar. Es dauert ein bisschen, bis hier Eisen geliefert wird. Hier, genau, zweimal Eisen haben wir jetzt. Ja, sehr schön. Okay, wir haben zwei Motoren. Sehr schön. Und drucke Möbel. Zweimal Möbel sollen wir drucken. Kann ich hier auch machen, genau. Okay, ich lasse den nochmal zu Ende drucken hier. Warte. Zack. Müsste fertig sein. Ja. Okay, drucke Möbel. Achso, der kann nicht gleichzeitig drucken. Okay. Dann eben einzeln. Ich kann hier komischerweise nicht näher ran. Warum kann ich nicht näher ran? Hä? Hallo? Vermutlich, weil das ein unteres Plateau ist hier. Ist das doof. Das ist doof. Warum kann ich nicht näher ran? Hier oben geht's. Hier kann ich schön nah... Ich kann ja auch erkennen, was im Lager gelagert ist. Aber hier unten nicht. Das ist natürlich ein Nachteil von diesem... Von diesen Plateaus. Schade eigentlich. So ein bisschen doof. Na, ich würde gerne heran. Man sieht hier ein paar Details in der 3D-Fabrik. Nee, da wollte ich gar nicht drauf drücken. Ich wollte hier drauf, genau. Okay, baue ein Handelsportal. Genau, und das, ich glaube, das war ein Fehler. Das Ding hier... mit den drei unterschiedlichen Portals, Plateaus zu wählen, die Klippe. Ja, Handelsportal, warte mal, ich mal das Ding hier hin. Hier so am Rand. Da stört's keinen. So, gehen wir mal hoch auf die Geschwindigkeit 6. Dauert natürlich jetzt. Weil die Drohnen hier unten auch das Feld abernten, beziehungsweise die Ware abtransportieren. Es laufen hier auch Leute durch die Felder. Man sieht es leider jetzt nicht, weil ich nicht näher ran kann. Das ist ein bisschen schade. Ja, was war? Ich glaube, die Idee mit den Plateaus war nicht so gut. Schade. Okay, ich priorisiere mal das Ding hier. So, priorisieren. Priorität 1. Priorisieren. Hört sich an wie ein Arzneimittel. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben nicht genug. Warte mal. Ne, wir haben leider wenig Eisen. Deswegen geht hier nichts voran. Das Ding braucht 20. Eieiei. Ja, das dauert ein bisschen. Verdiene Credits durch Handel über das Portal. Ja, genau. Das werden wir gleich tun können. Vielleicht noch die Folge. Das wäre schön. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich hier unten nicht ran kann. Also ranzoomen kann. Verdammt. Man sieht da unten so eine kleine Maschinchen werkeln und da kann man eigentlich direkt reinzoomen. Aber, ja, das ist doof. Aber das werden wir vielleicht nochmal an einem anderen Plateau erleben dürfen. Es geht also immer nur auf die obere Ebene, dieses Ranzoomen. Man sieht es, jetzt geht es auch nicht weiter, aber es ist ja schon völlig ausreichend. Man kann ja, man sieht es, man kann hier sehr detailliert erkennen, was hier vonstatten geht. Zum Teil zumindest. Hier oben stehen die Drohnen. Nee, was sind das? Wartungsdrohnen? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das sind Wartungsdrohnen oder so. Ja. Könnte sein. Ist ja ein Wartungsgebäude. Ja. Ja, ich kann eigentlich gar nichts machen jetzt irgendwie. Ich könnte theoretisch nebenbei ein paar Gebäude pimpen, aber da fehlt uns eventuell für das Tutorial nachher das benötigte Material, wenn der denn hier oben, links oben, mehr verlangt, was wir bauen sollen, und dann könnte es knifflig werden mit dem, mit den Materialien, genau. Deswegen muss ich jetzt hier warten, leider. Ich drehe mal das
Ding so ein bisschen rum. Weiß nicht, ob es besser aussieht. Hier unten sieht man ein paar Leute rumwuseln. Aus der Entfernung natürlich jetzt ein bisschen komisch. Wenn ich näher rangehe, sieht man die richtig laufen. So ist das hier so als, ja, nur schematisch zu erkennen. Schemenhaft. Ja, schade. Aber, warte mal. Ah, mir fällt da gerade was ein. Aha, ich kann... Man sieht's. In die sogenannte Touristenansicht gehen. Touristenansicht, glaube ich, heißt das. Ja, weil man eben so ein bisschen die Sachen hier erforschen kann. Die Häuser und so weiter. Man kann natürlich, man kann direkt durchlaufen. Guck mal, und hier sieht man's. So sehen die... Warte mal, ich muss mal kurz in die... Geschwindigkeit kann ich... Nein, na, ich muss wieder raus aus dieser Ansicht. Warte mal. Geh mal kurz in die Einzelgeschwindigkeit. Und wo war das? Da hinten. Hier sieht man ein Mannequin rumlaufen. Und der läuft richtig rum. Da sieht man's. Mit einem Headset. Ich kann leider... Jetzt muss ich mit der Tastatur scrollen. Und das ist natürlich sehr hakelig. Man sieht's. Ja, ist jetzt nicht so detailliert, die Figur. Aber... Ist schon ganz nett gemacht. Auch mit dem Headset. Ups. Das ist in dem Fall eine weibliche Person. Ja, sieht so aus. Genau. Gar nicht mal so übel. Auch die Details. Natürlich, man sieht es hier. Texturen sehr... Nun ja. Spartanisch, sag ich mal. Aber immerhin, ich meine... Es spielt ja auch eigentlich in der Höhe hier. In dem maximalen Zoom-Level. Und da sind die Texturen dann eher, ja, nebensächlich, sage ich mal. So. Kann ich denn hier irgendwo ins Wasser zoomen? Ah, Fischis. Juhu. Aber da kann ich nicht rein. Nee, da kann ich nicht rein. Aber warte mal, kann ich? Wie ist denn das hier mit den Plateaus? Ich gehe da mal kurz in diese Ansicht hier. Kann ich jetzt hier irgendwie runter? Ups. Okay, jetzt bin ich unten. Cool, und jetzt erkennt man noch die Maschinen. Sehr gut, Handelsportal ist fertig. Jetzt erkennt man noch die Maschinen. Die Druckmaschinen. Der druckt hier Vasen anscheinend, hier Möbel. Und hier... Ich glaube, das... Mann, das ist doof. Ja, das sind die Headsets, die die Leute umhaben. Cool. Elektronik sozusagen, Unterhaltungskomponenten. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier sind die Getreidefelder. Juhu. Schön, schön, ja. Und da oben ist das Landeportal, auf dem unsere Leute von der Raumstation kommend landen. Genau. Der Mond, haben wir gar nicht gesehen. Cool. Sehr schön. So, mal zurück in die normale Ansicht. Und da ist das Handelsportal. Und Handeln, das verschiebt sich aber auf die nächste Folge. Und dann werden wir sehen, ob wir ein bisschen Kohle machen können. Endlich. Weil, man sieht's, ja, knapp die Hälfte haben wir verbraten schon. An Credits. Und jetzt wird's eng. Jetzt müssen wir darauf achten. Auf Einnahmen und Ausnahmen. Ausgaben. Hier bei Cliff Empire. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.